Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir zurecht und mal wieder einem weiteren Planet Side 2 Video. Das Spiel entwickelt sich immer weiter und wir sind auch immer noch dabei. Ich zeige euch immer mal wieder ein bisschen Gameplay, um das Ganze doch mal wieder an den Mann zu bringen, weil dann doch Planet Side 2 eigentlich immer spaßig ist, auch zuzusehen, weil eigentlich immer auch coole Sachen passieren. Und ich denke mal, wir gehen eigentlich direkt auf die. Und das wird hier immer irgendwie geändert, ja. Und ich denke mal, wir gehen ein bisschen auf die auch die Hotspots, ja. Es wurde alles anscheinend doch wieder ein bisschen geändert. Wir gehen mal auf Sofortaktion, da sollte dann ja auf jeden Fall was passieren. Und ja, die Map wurde auf jeden Fall wieder ein bisschen angepasst. Ich spiele das ja auch nicht so oft. Aber wir schauen gemeinsam einmal wieder ein bisschen rein. Und ja, wenn ihr auch mitspielen wollt, ihr habt das Spiel noch selber nicht, dann schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Dort ist ein Link. Über diesen Link könnt ihr euch kostenlos registrieren. Und wenn ihr euch über diesen Link kostenlos registriert, dann... Oh Gott, was ist das denn auf einmal? Und wenn ihr euch über diesen Link kostenlos registriert, dann haben wir da sogar was Gutes von. Also ihr tut GTTK etwas Gutes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das wahrnehmen würdet. Selbst wenn ihr schon einen Account habt, könnt ihr euch gerne da einfach nochmal registrieren. Ja, macht zwar nicht viel Sinn für euch, aber es wäre auf jeden Fall sehr nett für uns. Und wir sind auf jeden Fall nun in Esamir gelandet. Am ISA Tech Plant. Und ja, da wird auf jeden Fall ein bisschen was angegriffen. Die Blauen sind hier. Uns gehört das zwar, aber ich bin mir nicht sicher, ob hier viel Truppenbewegung von uns ist. Oh, da ist ein Gegner. Nicht doof. Warum funktioniert mein... Was soll das denn? Bin ich hier auf irgendeinem Hardcore-Server oder so? Warum funktioniert denn das nicht? Das finde ich jetzt ja mal mehr als strange. Ja gut, ich gehe mal so ein bisschen in die Mitte da. Auch wenn mir wirklich gar nichts Böses ahnt. Ich glaube, wir sind hier nämlich gar nicht mehr so vertreten. Ich bin doch hier auf Nahtraus-Server, kannst mir doch nichts erzählen. Die sterben viel zu schnell. Generator in Gefahr. Aber es gibt doch hier keine Hardcore-Server. Server ist doch hier ein Server. Ja, ich habe mich schon gewundert, das sind doch meine Freunde. Aber die anderen haben halt keinen Namen über sich. Ich sag ja, das ist irgendwie... Oh. Naja, da habe ich mich noch so hingehockt, aber das klappt hier nicht so. Ach, ich muss einmal kurz in meine Friends-List rein. So, da bin ich wieder. Ja, wir steigen einfach mal. Oh, das hat sich auf jeden Fall ja alles so ein bisschen geändert. Ah, hier Main Room können wir spawnen. General. So, da steht Verteidigen drüber. Ja, jetzt ist da sogar eine Zeitanzeige. Also wie gesagt, sinnvoll erweitert das ganze Spiel auch wenn... Oh doch, jetzt funktioniert es auch wieder. Ja, hat mich wirklich sehr gewundert. Wir können eigentlich mal hier hin. Ja, wir laden ihn nach. Wunderbar. Einmal kurz. So. So, da hinten. Ah, verteidigen. Das schaffen wir nicht mehr. Sehr gut. Den haben wir noch geschafft. Ich kann das ja. Das repariert sich von allein oder so. Guck mal, da hinten ist einer. In der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Der Feind hat schwere Panzereinheiten in diesem Gebiet. Hier ist ein Sniper neben mir. Ah, der ist ja. Sowas von tot, da kommt noch einer. Wir springen mal mit hier runter. Ich spiele immer noch als leichte Angriffseinheit, gefällt mir einfach am besten. Es gab nicht so erfolgreich. Wird irgendwas noch angezeigt? Eher weniger. Das fand ich jetzt voll ein bisschen verwirrend, denn. So, war das nicht sonst immer so, dass Blau wirklich blau war? Und
Ja, dass die Farben da ein bisschen anders waren. Ich kann mich aber auch voll irren. Ich, wie gesagt, ich habe es ein bisschen länger nicht gespielt. Mark. Oh, da hinten steht auch einer. Ja, da hat sich schon ein YouTube-Freund gefreut in den Kommentaren. Hat mich gerade hier angeschrieben. Er freut sich selber. Ein neues Let's Play. Ja, auch wenn ihr nicht die Post so abgeht. Ich gehe mal ein bisschen hin, ja, um euch zu entertainen, ja. Und wie wir links sehen, erobern wir das Ganze jetzt auch wieder. Also Sofortansatz wirkt anscheinend hier auch, ja. Die machen dann ja auch ein paar Leute. Ach, ich bin doch so doof, ey, wirklich. Da hätte ich ja ein bisschen eher mal schießen können. Na gut, ich möchte aber auf jeden Fall eigentlich den Bonus-CXP-Zeug kriegen dafür, dass wir das ja in 4 Minuten hier wieder erledigt haben. Also wie gesagt, jetzt gibt es auf jeden Fall überall Zeitanzeigen. Das finde ich schon mal ganz gut, weil sonst hat man immer nur diese blinkende Leiste da links gesehen und ja, cool, wie lange dauert das jetzt? Jetzt steht es aber wirklich, ja, 3 Minuten 45 warten wir also hier noch Minimum. Dann gehen wir mal wieder weiter. Ich habe eigentlich vor, wieder so zwei Folgen am Stück zu machen. Mal schauen. So, wir sehen hier, wir haben 45 Sekunden, sage ich mal, gut Zeit, sein zu gehen. Oh, hinter uns auch. Gehen wir mal verlieren. Was ist denn damit? Wo? Ja, komm, erledige du den. Ja, Assistenzkill ist gut. Da hat der andere den wenigstens getötet. Und wenn nicht ich, dann wer andere. Aber hier ist anscheinend ein größerer Angriff. Also, die greifen uns hier überall so ein bisschen gerade wieder an. Das heißt, das mit den 3 Minuten wird dann vielleicht doch nichts. Wenn wir hinterher alles einnehmen, denke ich mal. Zerstört. Naja. Generator zerstört. Da kommen wir jetzt auch nicht mal eben so in 15 Sekunden. Aber wir laufen. Sichtkontakt zum feindlichen Interieur. Generator zerstört. So, wir gucken mal hier. Da müsste er gleich. Ich frage mich, ich habe gar keine Granaten. Das finde ich ein bisschen schade. Müsste ich mir mal wieder neu kaufen. Der bewegt sich zwar, aber mal gucken, ob keiner ausgestiegen ist. Ja, da müssen wir natürlich ein Auge drauf werfen. Und das ist schon anscheinend ein kleiner Grafikbug zu sein. So, 1,50 noch. Und dann haben wir das hier erobert. Ah! Generator in Gefahr. Uff, da hat es einmal geschwankt irgendwie, weil ich da auch weggekippt bin irgendwie. Irgendwo. Ach, da. Generator stabilisiert. So, in einer Minute haben wir das Ding hier gesichert wieder. Unser Feind wird den Willen Varnos zu spüren bekommen. Ein bisschen mal eben zur Seite mein Schild wieder aufladen lassen. Oh, da habe ich ja irgendwie gut was bekommen gerade.
Geh doch tot! So, schön ducken, das klappt immer. Muss ich irgendwas machen? Ja, eh drücken. Wunderbar, und das, den ganzen Plan haben wir jetzt gleich auch angenommen. Oh. Scheiße, ich bin recht. Ach man, Leute, und ihr schaut mir auch noch zu. Das ist viel schlimmer. Aber da haben wir es. Bam. Verteidigt. Eine wahrhaft entschlossene Verteidigung. Jetzt habe ich schon wieder eingetötet. Ach man, lauf doch nicht so doof vor mir. Bist du blind? Ganz ehrlich, warum sieht er den denn nicht? Natürlich den, Mann. Das sieht immer aus, ey. Als ob ich der Mega-Noob bin. Sofortaktion. Weiß nicht, ob das jetzt... Nee. Aber wir haben hier noch andere Probleme. Können wir mal woanders hingehen. Biolab vielleicht mal hier. Einsatz. Gehen wir mal ein bisschen hier schauen, was hier noch so ist. So, hier geht es anscheinend auch ab vom Hören und gleich bestimmt auch vom Sehen. Ja. Also hier wurde schon mal scharf geschossen. Da ist ein Freund, ja, nicht wieder schießen. Und wie gesagt, wenn ihr noch mitzocken wollt, noch nicht Planet Side 2 zockt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Ihr würdet uns gut helfen. Spiel ist kostenlos und macht wirklich unglaublich viel Spaß. Also ich spiele zwar nicht oft, aber wenn ich spiele, dann macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auch wenn hier im Moment dann doch nicht so viel los ist. Ja klar, hier wird was angegriffen, auf jeden Fall. Aber das scheint jetzt nicht Das scheint kein großes Problem zu sein. Ah, da oben kreist irgendwas entlang und ich laufe hier blöd rum. Ja, ist nicht so cool. Wir schießen einmal. Also irgendwas übersehe ich doch hier. Scheinbar. Oh, doch, da unten. Das war natürlich ein bisschen wagemütig. Puh, ja, gegen so einen ist natürlich doof, ey. Auch wenn der Kopf irgendwie nicht gepanzert ist, so hart. Sollte man doch eigentlich meinen, dass das klappt. Guck mal, hier geht viel mehr ab, ey. Ich glaube, ich gehe nochmal hier hin. Irgendwie sieht das vielversprechender aus. So. Aber ich glaube... Oh doch, hier wird einiges angegriffen. Oh, das wird ja... Die Zeit geht sogar runter. Ich denke mal, wie wir das Ganze verteidigen, schauen wir uns dann im nächsten Video an. Bleibt einfach dran und bis gleich.